Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern habe ich euch gesagt, was uns noch so ungefähr erwartet in Remix, also was ich noch hochspielen möchte und was nicht. Und ja, eine Klasse, die ich noch hochspielen möchte, ist der Mönch auf jeden Fall. Und ich glaube und schätze, dass das der Char jetzt erstmal ist, um den wir uns vorrangig kümmern, weil der ist am schnellsten jetzt dann fertig, wenn es denn soweit ist. Damit bin ich recht zufrieden. Alles andere, ja, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ups. Das hätte ich nicht reinhämmern sollen. Ah, da habe ich meinen Touchy-Touchy. Verschwendi-Schwendi. Das war dämlich. Aber gut, wir kriegen ein bisschen Items. Da muss ich dann tatsächlich nach dieser Episode auch mal schauen. Das Ganze auszurüsten, nicht anzurüsten. Was da so rumliegt. Gleichzeitig, let me see. Müssen wir nebenbei noch ein Ding aufmachen mit den Talent Builds. Single Target baue ich gerade nicht. Monk Cleave. Monk AOE. Ich glaube, ich bin auf Monk AOE gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die wurden gepullt. Sexy. Das heißt, ich kann nicht auf Mounten. Damit müssen wir jetzt an der Stelle wohl leben. Soll ich mal Akku ziehen? Oh oh, oh oh! Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen. Das war dumm. Das war stupid. Und ich glaube, ich hätte auch nicht an der Stelle releasen sollen, weil der, glaube ich, diese Battle-Rats-Rolle auf mich casten wollte. Aber gut. Dinge passieren. Muss man auch mitleben. Das war nicht wie geplant. Sagen wir es mal so. Aber gut. Was ist das schon, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt hiermit schon mal ein Level gemacht mit diesem Dungeon. Waren allerdings auch kurz vor 56, das muss man dazu sagen. Das war jetzt nicht so schwer, da was rauszuholen. Und jetzt, immerhin sparen wir uns damit dieses super dämliche Event hier. Das geht mir eh auf den Sack. Von daher alles easy. Fliegender Schnee. Duftender Lotus. Fliegender Schnee und duftender Lotus. Die werden wahrscheinlich auch ziemlich schnell umgehäckselt. Der Palla macht gut Schaden. Welches Level ist der? 70? Ja. Na gut, das macht Sinn. Das macht Sinn dann. Wie mein Meister einst sagte, nur im Kampf lernt ihr euer Gegenüber wirklich kennen. Und wie gesagt, ich müsste theoretisch echt mal schauen, wegen dem Gear, was ich hier auf Tasche liegen habe. Das ist immer so unspektakulär. Machen wir mal so. Die Dinger kommen. Oh, Babe, was geht denn ab? Seit wann macht hier irgendwas Schaden in Remix? Tell me. Ich bin pikiert. Ich glaube, weiß ich nicht. Man sieht fast nie einen sterben. Und jetzt lege ich mich hier dolfzig mal hin. Richtig, richtig gutes Gameplay auf jeden Fall, G6. Richtig gutes Gameplay. So, da haben wir ein Level up. Da nehmen wir jetzt das mit. Ah, das Ding kenne ich noch. Freude des Beschwörers. Das war ein Legendary in Shadowlands. Damit hast du Giga Haste, nachdem du deinen Kompagnon da beschworen hattest. Das war ziemlich geiles Talent. Aber was mich ein bisschen nervt hier bei dem Bild, ist, dass ich nur einmal Rollen habe. Ich hätte das gerne öfters, wenn ich das so sagen darf. Nun denn, hilft ja alles nix. Ich denke, mit dem Dungeon dürften wir noch ein Level machen.
und auf 58 kommen und dann wird es halt hinten raus wieder etwas zäher, möchte ich es jetzt mal nennen. Ab 60 ist halt die XP, die man braucht, noch relativ hoch, deswegen Dungeon-Bosse besiegt, top. Danke dafür. Lauffeuer, das ist nicht so schlecht tatsächlich. Streitkolben, bisschen Bonus-XP. Ich habe jetzt hier halt tatsächlich die XP nicht sonderlich hochgelevelt. Also wir sind bei dem Chart bei nur 200%. Das war tatsächlich der allererste Chart, den ich damals in Remix ausgepackt hatte. Ja, da war ich jetzt nicht so motivated im Nachgang noch groß diese Bonus-EP zu holen. Hätte vielleicht, keine Ahnung, was gebracht. Vielleicht auch dich. I don't give a shit, ehrlich gesagt, an diesem Punkt. Es ist jetzt so. Und ich glaube, da werde ich jetzt auch nicht nochmal groß irgendwas nachfarmen wollen. Habe ich keinen Bock drauf. So, ihr sterbt schön. Und damit sieht das tatsächlich gut aus, dass wenn der Endboss tot ist, wir alles bekommen an fehlender EP, um noch zumindest ein Level zu machen. Das ist ja dann auch schon mal was. Dann müssen wir da unten noch rein, da zwei Pünktchen. Dann, es kommen noch irgendwie drei aktive Fähigkeiten dazu. Da muss ich echt mal schauen, wie ich die noch alle irgendwo unterbringe. Okay, warum gab das jetzt keine Dungeon-Abschluss-EP? Oder ist das, weil der hier noch den Kreiselficker macht? Nee, scheinbar nicht. Hat sich ausgekreiselt. Streben nach Gerechtigkeit, Fahren des Tempos und das wird nicht reichen. Oh doch, es reicht. Ganz knapp, aber es reicht. Und dann nehmen wir großzügiger Guss mit, soll ich angeblich. Damit haben wir Level 58. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Und jetzt noch so ein bisschen hier an Fäden, die wir einsammeln können. Ach, scheiße, das ist wieder hier alles irgendwo dazwischen gerutscht. Weil ich keine Ordnung gehalten habe. Eieiei. Dieses, jenes. Discount dorthin. Dieses Lauffeuer machen wir mal, heben wir mal auf. Das hätte ich gleich gerne noch für was anderes. Und dann kümmere ich mich jetzt noch drum, nebenbei ein bisschen das Gear zurechtzumachen. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Episode frisch und munter wieder. Und legen los und ja, gucken mal, wie weit wir da kommen in Sachen Leveling. Ich bin gespannt. Damit danke an euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und reingehauen.